Tagchen, Leute, einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Replay of the Week. Heute mit Cosi vom Clan Strunker Army des Todes of Darkness of Doom in seinem STB1 in der Kategorie Mittlere Panzer. Und warum dieses Replay so mega krass abgeht, gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Wie immer gucke ich mit euch zusammen das Replay hier zum ersten Mal. Und was mir auffällt, dass der gute Cosi mit Mighty Yoshi himself im Platoon unterwegs ist, hier auf Lakeville, fährt zu allererst mal hier in die Sniper-Position in der Mitte, was halt durchaus Sinn macht, um halt alles beschießen zu können, was dort im Mittelgang sich befindet, was da an Scouts ist. Das kann man halt von hier alles wunderbar beschießen, aber... Da geht nichts auf. Da endlich geht der erste Gegner auf. Und genau dafür hat sich der gute Cosi hier hingestellt. Oh yeah. Oh yeah. Und das von einem Pro League-Spieler. Cosi, was da los? Ach ja. Schön zu sehen finde ich das auch. Der gute Cosi ab und zu mal daneben sniped. Der STB1 sieht schon geil aus, oder? Also irgendwie... Der sieht schon geil aus. Der ist auch gut. So, wieder ein paar Gegner vor die Flinte kriegen wäre nicht so verkehrt. Oh, oha! Ah ja, Cosi sieht es im selben Augenblick wie ich gerade. Da hinten im Tal des Todes, da sind die Gegner schon durchgedrungen. Und der Thomas vom Clan Jumbo, der versucht da auch, sich noch gegenzuwerfen mit seinem 1390. Aber Cosi reagiert sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell auch. Und macht sich auf den Weg, um diese Bedrohung zu vernichten. Schauen wir mal. Jawohl, Snap in der Fahrt. Aber gut zu sehen, wie er da nochmal in den Zoom-Modus gegangen ist. Das mache ich persönlich, glaube ich, noch zu wenig. Dass ich da wirklich den Zoom-Modus aufmache, während ich fahre. Da wird mir nämlich schlecht. Gegner Nummer 1 wurde vernichtet. Oh, E100. Schön in die Lower... Wollte gerade sagen, schön in die Lower Frontplate. Cosi lädt auch direkt Heat durch. Das macht durchaus Sinn. Gerade gegen den E100, da will man halt, dass jeder Schuss durchkommt. Und, ha! Ja, der war ein bisschen schnell. Ja, er musste auch snappen, klar. Er will sich natürlich nicht vom E100 da eine Kelle fangen. Und, kurze Pause hier. Man sieht wunderbar, wo der STB1 für geschaffen ist. Für genau diese Aktion. Hull down mit dem Turm. Super Gun Depression. Ja, nur zwei Abzeichen auf dem Rohr. Genau dafür ist der STB halt gemacht, um an diesen Positionen, wo er halt... Cosi. Das war jetzt der dritte Schuss auf den E100 ohne Damage. Der vierte Schuss geht daneben. Was ist da los? Da muss ich mal bei Wasp nachfragen. Der fünfte Schuss. Fünf Dinger hat er daneben gesammelt. Cosi. Da muss er wohl Yoshi zur Hilfe holen. Ohne den scheint da nichts zu funktionieren. Okay, dann nimmt er sich den E75. Da klappt es auch direkt beim ersten Mal. Oh, jetzt aber. Jawohl. Und der E100 schießt daneben. Also das waren jetzt hier wirklich einige Schüsse, was ich nicht gewohnt bin von einem Spieler wie Cosi. Dass das halt wirklich da so viele Schüsse nicht penetrieren. Das ist so die geile Posi für den STB1, die muss ich mir unbedingt merken. Also für Panzer mit Hulldown. Die Position kannte ich noch gar nicht. Aber mit welchem. Also die ist auch unglaublich, was der für eine Gun Depression hat, der STB1 irgendwie. Oh Mann, das. Aber er spielt mit dem. Also das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer, was der Cosi da macht, ja? Dieses Hochpieken gegen den E100, der ihm einfach mal richtig krass eine reindrückt, wenn er ihn trifft. Ich meine, es klappt ganz gut, weil der E100 wahrscheinlich irgendwie ein bisschen langsam ist. Oh Gott, das ist wirklich super risky. Aber er muss es ja auch machen. Wenn er es nicht macht, wer soll den E100 aufhalten, ne?
Und solange der Gegner halt so spielt wie der E100, kann man das halt auch machen, ne? Er nimmt den ganzen E100 hier raus. Yoshi währenddessen auf der linken Seite in seinem Waffenträger räumt da auch gar... Du kleine Glückssau, Cosi. Der, also vor dem Kampf muss der Cosi einmal richtig mit dem Schuh durch die Gülle durch. Was der E100 da daneben geschossen hat hier beim Peekaboo-Spiel, das ist unglaublich. Unglaublich. So, währenddessen, Cosi ist hier fast alleine. 6 zu 10 der Spielstand. Yoshi ist raus. Ah, er snappt sich hier den nächsten E75. Yoshi ist da hinten in seinem Waffenträger rausgedrückt worden. Und nun liegt es quasi an Cosi und dem Rest des Teams hier das Ding noch rumzudrehen. 7 zu 10 ist halt schon nicht so schön, aber Cosi hat natürlich noch fast Full HP. Das ist dann schon wieder die positive Nachricht. Und er hat hier diesen kleinen Eroberer-Hügel, den er völlig für seine Zwecke missbraucht, kann man sagen. Dafür war das Ding nicht gedacht. Der war als Schutz für die eigene Arti gedacht und nicht zum Abusen von Panzern mit Gun-Depression. Oh, wow, da kommen die von links. Oh, der hat da noch den Spotter für sich. Das heißt, er kann da richtig schön nochmal reindrücken. Wechselt hier auch direkt auf APCR wieder um, um da nicht gegen den T-57 Heavy in die Ketten irgendwie mit Heat da Mist zu bauen. Oh, ja, das war ein schwerer Schuss. Hätte man vielleicht lieber nochmal warten. Oh, oh. Aua, wow, 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 das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Tja, und der E50 Upper Frontplate ist halt nicht so verkehrt. Oh, und dann Low Roll. Low Roll des Todes of Darkness of Doom, wa? So, was haben wir denn noch? Wir haben einen T57 Heavy, der One-Shot ist. Wir haben einen Waffenträger auf E100, einen E50, einen Panther 8.8, einen T49, der ein Albtraumgegner für den STB-1 ist. Und den WZ. Und die sind noch zu zweit. Tja, ein guter Rat ist teuer. Ein guter Rat ist teuer. Oh, joi. Okay, okay. Der WZ kriegt schon mal eine. Also immerhin der E5, der scheint gut mitzuspielen. Steht da in einer relativ guten Position. Cosi, mir wird langsam schlecht. Hör auf damit! Okay, Waffenträger auf E100. Einmal bitte HE laden. Das ist so krass, wie der die Gallen runterkriegt, ey. Ja, lädt auch auf HE um. Bäm. Oh, und der Waffenträger hat entweder daneben geschossen oder ist an seinem Turm gebounced. Das war ein wenig unglücklich. Oh, schon wieder. Er bleibt hier zweimal mit HE am Berg hängen. Oh, das passiert mir auch ab und zu. Wenn ich denke, ey, da schieße ich doch schon drüber und dann bleibt die Kugel irgendwie im Berg hängen. Aber der volle Waffenträger, der wastet sich hier ganz gut rein und hat, glaube ich, noch nicht... Erster Treffer. Oh Gott, jetzt hat er noch 130 HP. Oh, schön. Sauberer Snap. Der war richtig geil. Der war richtig geil. Gott, das sind 130 HP noch. Stick like a bee, stick like a bee. Von mir aus auch wie eine Wespe. Aber wo bleiben eigentlich die anderen Gegner? Was machen die eigentlich? Warum gammeln die sich denn einen da so ab? Habt ihr gesehen, wie der Schuss an dem Turm gebounced ist? Piu! So. Was? Querschläger am WZ? sag mal, Cosi, neuen Schuss noch. Das, 8 Schuss. Du solltest langsam, aber sicher deine Schüsse weise einsetzen. Das sind nicht mehr allzu viele, möchte man meinen. Alter. Alter. Oh, 35 HP. 35 HP. Ich würde mal einen Positionswechsel, denke ich mal, macht jetzt Sinn. Einfach weil die haben sich so eingeaimt auf ihn. Und die erwarten es bestimmt nicht, wenn er sich jetzt hier hinten rumschleicht. Gott, ist das ein Game. 35 HP. Und nur noch 8 Schuss im Lauf. So, Brutus. Brutus, mein Sohn. Wie wäre es mit einem
kleinen Manöver. Das ist halt auch super schwer für Cosi hier, weil das sind halt noch zwei Lighthanks, die ihn garantiert aufmachen, bevor er die aufmacht, denke ich mal. Er hat hier auch keine Büsche, die ihm irgendwie Deckung geben, wo er wirklich mal spotten gehen kann irgendwie, sondern er hat nur diesen komischen Hügel, um damit zu arbeiten. Cosi macht sich hier wieder rauf auf den Berg. Oder sind die Grasbüsche, sie geben die ihm Deckung irgendwie so halbwegs? Also kann schon sein, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die Gräser sichtbar sind, auch im grafisch heruntergedrehten Modus. Gottes Willen. Ach, der E5 geht jetzt cappen. Der E5 geht jetzt auch noch cappen und trifft auf den T57 Heavy. Nice, den hat er sich rausgeholt. Gut, also. Oh, Cosi ist auf. Gottes Willen, mit 35 HP denkt man sich jetzt richtig so, was tun, was tun? Ich würde einfach mit Captain fahren, glaube ich. Schlingelt sich jetzt hier um den Berg rum. Versucht nochmal von der anderen Seite irgendwie ranzukommen. Alles, was er tun muss, ist eigentlich die Capzone offen halten. Jetzt kommt der E5 zurück. Okay, 4 Minuten noch auf der Uhr. Aber du kannst halt nicht angreifen. Also du kannst nicht angreifen mit 35 HP. Da geht halt nicht viel. Das, was der Cosi hier macht, das sieht zwar ein bisschen... Oh Gott, dieses Hin- und Hergeruckel, ey. 7 Schuss noch. So langsam, aber sicher, mein Lieber. Dieses Hin- und Herbewegen. Es hat zwar so ein bisschen was von Epilepsie, aber ich persönlich mache das auch immer, weil das fühlt sich irgendwie aktiver an, als einfach nur auf der Stelle zu stehen. Und irgendwie hat man das Gefühl, man will irgendwas machen, man muss irgendwas tun, man muss sich irgendwie bewegen, man will aktiv bleiben. Und deshalb mache ich auch immer permanent vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Genau dieselbe Krankheit hat der gute Cosi auch. Ja, schon wieder daneben, Cosi! Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es ist natürlich auch super crazy. Du musst ja jeden Schuss als Snapshot setzen, damit der Gegner nicht die Chance hat, auf dich einzuaimen. Sondern wenn, dann muss der Gegner halt auch zum Snappen gezwungen werden. So, Brutus geht sich den Leithenko. Oh. Na, ich hab den nicht mal gesehen. Wow, das war. Wow. Lucky Luke wäre da nicht stolzer als ich im Augenblick. Das war ja richtig krasse Reaktion auch. Und dann auch noch getroffen. Nice. Der war richtig hart. Der ging zwar schnell vorüber, aber der hat Lunte gerochen. So, da kommt der nächste Gegner. 4 Schuss noch. 4 Schuss. Und 7% noch, komm schon. Ja, der kommt auch gnadenlos auf ihn zu, ne? Aber den kriegt er auf jeden Fall. Also wenn der Panther 8-8 einfach geradeaus weiterfährt, kriegt er den auf jeden Fall zuerst. Sidescrape mit dem STB-1? Das will ich sehen. Go, 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 Sidescrape-Monster! Sidescrape-Monster! Ich lasse es nicht. Was für ein Fail vom Panther 8-8. 2 Schuss noch im Magazin. Ist jetzt nicht so Knüller. Kommt der nächste, der sich ihm in den Rachen werfen will. Ja, kommst du ran auf den Meter. Kommst du ran. Kommst du ran. Ich habe auch noch eine für dich. So, der letzte fährt ihm jetzt bestimmt auch noch vor einen Schuss mit der letzten Granate. Ja, der E5, der treibt ihn da quasi weg. Und da kommt Cosi und beendet das Spiel mit der letzten Granate im Magazin. Mit Radley Walters und dieser komischen Last Grenade Medal. Tja, mein lieber Cosi, für dieses Spiel bekommst du von mir zwar nicht die Marathonmedaille, in Äthiopien wirst du damit auch nicht langlaufen können, aber über 9000 Schaden im STB1, 8 Kills, den letzten Gegner mit der letzten Granate rausgesnappt und
Ich habe das noch nie gesehen, dass dieser Hügel so krass zu Verteidigungszwecken genutzt wurde. Die Reaktion und die Snapshots waren richtig stark. Auf den E100, da müssen wir noch mal ein bisschen üben. Aber du hast ja dein Pro-Team, was da, denke ich mal, wird der eine oder andere dir noch ein bisschen weiterhelfen können. Danke dir ganz herzlich fürs Einschicken dieses Replays und wir machen dann morgen wieder weiter mit einer weiteren Folge mit den leichten Panzern. Danke fürs Einschalten, macht's gut. Bye, bye.